Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Information 1008 am 6. November. Und es geht rund im Bitcoin-Markt. Wir sprechen heute über einen neuen Top-Hodler in der Bitcoin-Szene, nämlich die US-Regierung. Dann gucken wir uns an, was in Hongkong passiert bezüglich der Regulierung. Und wir müssen noch mal ein bisschen über den Iran sprechen, der Bitcoin wirklich jetzt intensiv nutzt. Wir beginnen mit dem Preis. Und ja, was soll ich sagen? Unglaublicher Run von Bitcoin. Wir stehen aktuell bei 15.728. Also crazy, crazy. Das sind Tage, die wieder Spaß machen. Nicht mehr weit bis zum All-Time-High. Aber können wir noch weiter hochgehen jetzt oder geht es erstmal weiter runter? Wenn wir jetzt mal auf den Fear and Greed Index gucken, da würde ich sagen, sieht es ziemlich so danach aus, als ob es jetzt erstmal einen Rücksetzer geht. Also aktuell steht der Fear and Greed Index bei 90. Richtig, richtig hoch. Wenn wir uns mal den Chart nochmal angucken hier, wie der aussieht jetzt seit Anfang 2018. Es ist der zweithöchste Wert seit Anfang 2018. Nur im Juni 2019 waren wir höher. Da waren wir bei 95. Ich glaube, da hatten wir auch das Top. Ja, mit 13.000 irgendwas kann das sein. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Und ob jetzt noch Luft nach oben ist, das wird sich zeigen. Kommen wir zum ersten Thema, die US-Regierung. Ich habe ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass 1 Milliarde an Bitcoin bewegt wurden aus der Silk Road Zeit und die Frage war, von wem und warum, und jetzt zeigt es sich, nämlich das United States Department of Justice hat hier ein bisschen mal mitgemischt und die haben 1 Milliarde an Bitcoin quasi jetzt in Verwahrung von einem unbenannten Hacker. Und dieser Hacker hat quasi die Bitcoin oder das Silk Road Wallet, was damit verbunden ist, gecrackt und hat es quasi jetzt an die US-Regierung übertragen. Und das sind über 69.000 Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin SV natürlich und Bitcoin Cash, also weit über eine Milliarde übertrieben, aber über 1 Milliarde, und damit ist die US-Regierung auf einmal ein großer, großer Bitcoin-Wal. Wer jetzt dieser Hacker ist, das wird nicht genannt natürlich. Und er hat es anscheinend geschafft, das Silk Road Wallet, was hier genutzt wurde, von 2011 bis 2013 zu hacken. Also ziemlich, ziemlich crazy. Und was jetzt damit passiert, das ist eine sehr gute Frage. Chainalysis hat natürlich da mitgemischt, hat da die ganzen Wallets identifiziert und so weiter und so fort. Und was jetzt der Staat, der US-Staat damit vorhat, ist eine gute Frage. Da gibt es noch keine weiteren Infos, aber auf jeden Fall crazy, dass mal hier ebenso 1 Milliarde beschlagnahmt wurden. Von den USA geht's rüber nach Hongkong, denn Hongkong hat neue Regulierungen und vielleicht steckt China dahinter. Wir kennen ja die ganzen Proteste in Hongkong, wir haben es gesehen, und in Hongkong wird es jetzt verpflichtend für Exchanges, eine Lizenz bei der Aufsichtsbehörde SFC zu beantragen. Und viele vermuten, dass der Druck Chinas dahinter steht, und das könnte ja zu einem Kurswechsel in Hongkong führen. Hongkong war ja bisher immer ein freies Land, das ändert sich ja so ein bisschen jetzt. Und der Marktaufseher der Stadt hat das am Dienstag verkündet. Bisher gab es so ein Opt-in-Verfahren und jetzt wird es verpflichtend. Und das ist natürlich eine bedeutende Einschränkung. Denn jetzt können die quasi hier sich nicht mehr dieser Regulierung entziehen. Mal gucken, was mit den ganzen Börsen passiert, die in Hongkong jetzt sind, ob die sich diesem Diktat beugen oder ob sie woanders hingehen. Natürlich geht es hier wieder nur zum Schutz der Bürger. Nichts anderes, wir wissen es ja, wie immer es so ist, Geldwäsche und Anlegerschutz und Steuerhinterziehung und die üblichen Verdächtigen. Wir haben natürlich Binance, OKX und Huobi in Hongkong, und ob jetzt diese Börsen woanders hingehen, das wird sich zeigen.
zeigen, welche Maßnahmen hier in Hongkong getroffen werden müssen, welche Auflagen man erfüllen muss. Natürlich gibt es in anderen Staaten auch Auflagen, zum Beispiel in Singapur und Co., aber die sind halt relativ, ich sag mal, human, würde ich mal sagen. Und wenn man das zum Beispiel jetzt hier in Hongkong mal abschätzen könnten, ich würde eher vermuten, dass die relativ hart werden, die Auflagen. Und was da genau passiert, das wird sich jetzt noch zeigen. Aber ein Kryptoexperte, der hat hier auf dem Positionspapier von dieser Aufsichtsbehörde aus 2019 mal hingedeutet und sagt, dass darin in Zukunft nur noch Plattformen diese Dienstleistungen für professionelle Anleger tätigen können. Das heißt, sollte das in Kraft treten, dann ist das ein ziemlich deftiger Schlag für die privaten Investoren und Verbraucher, die halt Kryptowährungen kaufen, handeln und verkaufen möchten. Also mal sehen, was dort passiert. Ja, von Hongkong rüber nach zum Iran. Im Iran, wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, denn das ist wirklich ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Ja? Der Iran, der iranische Staat, die iranische Regierung hat Bitcoin offiziell legalisiert für den internationalen Handel aufgrund der Krise, aufgrund von Corona und natürlich aufgrund der Sanktionen, die die US-Regierung hier auferlegt hat. Und das ist schon ziemlich crazy. Ne? Iran hat große Probleme anscheinend. Ist es da mit Corona relativ heftig, wie auch überall in der Welt, da die Zahlen steigen und so weiter und so fort. Und die Währung, der Real, der verliert auch immer mehr an Wert. Natürlich auch die Sanktionen tun da ihr Übriges. Und viele sagen das halt, das ist ja so eine klassische Todesspirale. Der Real hat jetzt seit Anfang des Jahres über 54% gegen den Dollar verloren. Die Inflation ist auf über 150% in diesem Jahr gestiegen. Also es sieht echt übel aus da. Und Iran hat ja letztes Jahr im August schon Bitcoin Mining legalisiert. Man musste sich halt dort dann verifizieren mit der Behörde. Und jetzt haben sie das ein bisschen verändert, das Gesetz, dass sie halt ja offiziell das alles machen dürfen. Und das ist natürlich ja ein Weg, um die Sanktionen zu umgehen. Und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Letztendlich muss jeder Miner hier im Iran legalisiert sein. Und ja, was interessant ist, ist natürlich, die dürfen dann die Kryptos nur an die iranische Zentralbank verkaufen. Also natürlich weit entfernt von freier Marktwirtschaft. Aber sie meinen, und die Zentralbank mischt mit, die Regierung mischt mit. Das ist echt krass, finde ich. Ja. Und die machen das ein bisschen davon abhängig, ja, wer wie viel subventionierte Energie auch nutzen kann, denn die Energiepreise sind ja sehr günstig. Also Iran betritt damit ein neues Feld und vielleicht stößt es hier eine neue Ära an, jetzt auch im Zuge der Unsicherheiten in den USA. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Zeitpunkt, weil im Moment guckt die Welt auf die USA, was dort passiert. Es gibt keinen klaren Gewinner. Trump klagt Biden, ob der bessere Präsident ist. Ich persönlich wage es zu bezweifeln, wenn ich mir die Reden von dem Typen angucke. Ich weiß nicht, wie irgendjemand den wählen kann. Natürlich kann man das gleiche Argument auch für Trump machen, aber so ist es nun mal. Die USA haben ihre eigenen Probleme, wie jedes andere Land auch. Wenn ich mir hier unsere Regierung in Deutschland angucke, ja, da kann man sich eigentlich auch nur fragen, wer hat diese Leute eigentlich gewählt? Aber das ist ein anderes Thema. Guck mal zum Schluss nochmal auf den Markt. Wir stehen bei 452 Milliarden Marktkapitalisierung, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Bitcoin Dominance ist weiter hoch, 64,1%. Und wenn wir uns die Top 10 angucken, da leuchtet alles grün, bis auf eine Kryptowährung, HEX, leuchtet rot, hatte einen fetten Run und ja, hat jetzt wieder gut nachgegeben. Aber Bitcoin über 8% im Plus, Ethereum über 7% im Plus, Chainlink über 9% im Plus, Polkadot 7, Litecoin 10, ziemlich crazy, was hier abgeht. Top-Gewinner zu gestern, das ist Aave mit 34% Kurs Plus, Top-Verlierer, das ist Data, das ist HEX mit über 31% Minus. Also Leute, wie es immer so ist, es geht hoch, es geht runter, so muss das sein, Volatilität, das ist the name of the game, so soll es sein, es macht wirklich Spaß dann, ja, wenn die Preise sich bewegen, vor allem nach oben, gucken wir, ob es jetzt einen Rücksetzer gibt oder nicht, ich bin sehr, sehr gespannt, aber es sieht alles erstmal ganz gut aus. Also Leute, das war es von mir, ich kann nur sagen, hoch die Hände, Wochenende, Freitag ist da und wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag wieder, bis dahin,
ja, wie immer, weiß Bescheid, macht gut, schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil im Bitcoin and Cryptocurrency, we trust. Bam.